So, willkommen zurück zu Siedler 7. Der feindliche General zieht sich gerade zurück und wir übernehmen gerade den Sektor. Na komm schon. Und der gehört uns. Drakorian-Soldaten sind geschlagen. In Drakorians Feldlager. Prinzessin, ihr besitzt Rang und Namen. Warum sich die Händchen schmutzig machen in Tandrien? Macht euch nicht lustig, Drakorian. Wenn meine Hände stark genug sind, ein Schwert zu führen, dann allemal auch, um euch zu besiegen. Euer Hunger nach Krieg treibt euch also an. Nicht im Geringsten. Ich verachte Krieg. Ich kämpfe lediglich für Tandriens Frieden. Ihr wisst doch gar nicht, was Frieden bedeutet. Dennoch wollt ihr dafür kämpfen? Ich vermute eine andere Absicht. Ach, denkt doch, was ihr wollt. Eure Tage sind gezählt. Ich werde Tandrien befreien. So, müssen wir jetzt noch etwas machen oder haben wir gewonnen? Eigentlich habe ich gedacht, wir müssen dem Alchemisten irgendwas geben. Der Weg zum Alchemisten ist nun frei. Lass dem Alchemisten Hilfe zukommen. Dann schauen wir jetzt mal. 10 Novizen oder 40 Gold? Ja, da entscheide ich mich doch für die 10 Novizen. 10, okay. So, die Münzprägerei wird mal untätig. Die andere auch. Die Metzgerei auch. Die Münzprägerei auch. Die Schneiderei sowieso. Denn die ganzen brauchen einfache Verpflegung, aber die brauchen wir jetzt. Moment mal, können wir die vielleicht kaufen oder so? Hier mit Gold können wir. Schade, leider nicht. Da hätten wir das hier erforschen müssen. Ein Novizen haben wir schon. So, weiter geht's hierher. Und dann machen wir das da hinten mit dem Brot noch. Dann kaufen wir uns Brot. Und so können wir schnell die Novizen entwickeln. Und dann schicken wir natürlich dem Alchemisten Hilfe. Prestige können wir wieder nichts machen und wir spielen hier jetzt schon Ewigkeiten. Ich glaube bald 2 Stunden, so kommt mir das Ganze vor. Na komm schon.
Novizen, Novizen. Nur noch 7 Stück. Hier ist ein weiteres Brot. Und jetzt können wir dahinter. Das heißt, eine Münzprägerei sollten wir, nicht einschalten. 2 Gold für 4 Brot. So, reiß doch mal schneller. Mach hier mal kurz neue Hausierer. Jetzt müssten wir es doch gleich haben. Mache ich mich schon mal bereit. Nicht mehr lange. Und hier ist es. Gleich 2-mal drücken und dann kommt unser Brot schon. Und nur noch 5 Novizen. Da läuft schon ein Hausierer. Was? Ach, 4 Novizen nur noch. Na los, ich glaube an dich, du wirst es schaffen. Da ist doch ganz schön viel Brot im Umlauf. Jetzt kommt der nächste, dann sind nur noch 3 Stück. Oh Mann, ey. Da kommen die 4 Brotstücke wieder. Und nur noch 2 Novizen. Nochmal 4 Brotstücke, okay. So, dann würde ich sagen, der letzte Novize wird dann gleich gemacht. Und dann schicken wir die doch gleich mal los. Dann wird die Münzprägerei wieder tätig. Und wir schicken die jetzt los. Wir senden ihm das hier. Das kann jetzt ein Weilchen dauern. Aber dann müssen wir gewonnen haben.
Brauerei. Na komm, jetzt lauf doch mal. Der General hat 0 Soldaten und der andere von ihm hat auch 0 Soldaten. Jetzt einfach, dass die Novizen mal ein bisschen Gas geben. Denn ich will mit diesem Part jetzt hier auch endlich fertig werden, denn wir müssen dann auch fertig sein. Und wir zählen mal nach, ob das wirklich 10 sind. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Perfekt. Da sind auch manche etwas dicker, manche etwas größer und länger. Ist lustig, naja. Kirche. So, die sind schon hier auf diesem Weg. Dann sind sie ja gleich da. Und dann setzen die Studien fort, während der hier flieht. Und wann haben wir jetzt gewonnen? Ah, die müssen nur noch hier rein, okay. Schön, dass die da auch halb durch die Wände laufen, nicht schlecht. Und jetzt haben wir es, oder? Perfekt. Kehrt um, solange ihr noch könnt, Prinzessin. Ihr habt die Quest erfüllt. Eure Hilfe kommt gerade recht, Prinzessin. Ich werde euch nie vergessen, was ihr für mich getan habt. Hervorragend. Eure Geistlichen haben die Forschung für den Alchemisten aufgenommen. Er konnte erfolgreich aus seinem Laboratorium flüchten. Ich gratuliere, Prinzessin! Drakorians Bemühungen waren umsonst. Welch hervorragende Zeitverschwendung seinerseits. Seine Rüstung bekommt die ersten Kratzer. Sicher haben wir ihn verärgert. Und nun wird er bestimmt Vergeltung suchen. Wir sollten all das vergelten, was er unserem König angetan hat. Drakorian wird bluten für seinen Verrat. Ihr sprecht, als ginge der Groll gegen euch. Ein Verbrechen gegen meinen König ist ein Verbrechen gegen mich. Okay, ja, es scheint, als ob wir das Level abgeschlossen haben. Es hängt jetzt erstmal ein bisschen, das ist immer so am Ende eines Levels. Ja, es dürfte... Ihr wart wie ja, genau, gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben den... wir haben Feuertaufe abgeschlossen, haben 100 Münzen mal wieder bekommen und die Spielzeit war 1,5 Stunden. Mann, echt lang. Naja, deswegen sehen wir uns zum nächsten Part wieder. Also bis dann, haut rein.